Witwenrente berechnen in 3 Schritten die Einkommensanrechnung an die Witwenrente. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ich habe mal vor längerer Zeit ein Video gemacht zum Thema Witwenrente in 3 Schritten und da habe ich sozusagen die Witwenrente mal so grob berechnet an 3 Berechnungsschritten, wie das Sterbevierteljahr berechnet wird, wie der Rentenartfaktor berechnet wird, also die Witwenrente mit 55% oder mit 60% und dann noch die Einkommensanrechnung auf die Witwenrente. Und zu diesem ganzen Video gab es dann sehr, sehr viele Fragen und auch die Bitten, das nochmal im Detail nachvollziehbar darzustellen. Und wir haben jetzt schon das Sterbevierteljahr für Sie nochmal aufbereitet, also mit einem extra Video. Und die Berechnung der Witwenrente nach dem Rentenartfaktor haben wir auch für Sie ein Video gedreht. Und heute möchte ich ganz einfach noch mal was zur Einkommensanrechnung auf die Witwenrente sagen. Der Fall war wie folgt. Wir haben einen Ehepartner, der ist am 1. Januar 2020 gestorben. Er selber hatte eine eigene Altersrente zu dem Zeitpunkt von 1.800 Euro brutto. Und seine Ehegattin, die überlebende Witwe, hat eine Altersrente von 1.300 Euro. Die Ehe ist am 3.3.1993 geschlossen worden. Und jetzt zeige ich Ihnen mal, wie eine Einkommensanrechnung an die Witwenrente schematisch abläuft. Da habe ich schon mal ein bisschen was vorbereitet wieder für Sie. Unser Eingangsfall nochmal zur Erinnerung. Ehepartner ist gestorben, der selber hatte eine eigene Altersrente. Da die Ehe vor 2002 geschlossen worden ist, gibt es die große Witwenrente mit dem Rentenartfaktor 60, also 60%. Also große Witwenrente 1.080 Euro. Aber die Witwe hat ja selber eine eigene Altersrente. Und da sagt das Gesetz Einkommensanrechnung. Nicht Hinzuverdienst, sondern Einkommensanrechnung. Ganz wichtig. Und jetzt gucken wir uns mal ganz kurz an, wie das hier eigentlich abläuft mit der Einkommensanrechnung auf diese Witwenrente. Wir gehen hier wieder in verschiedenen Schritten vor. Und zwar der erste Schritt ist, diese 1.300 Euro eigene Rente müssen wir erstmal bereinigen. Ja? Also 1.300 Euro Altersrente bereinigen. So. Also, salopp gesagt, wir machen aus Brutto einen Nettobetrag. Wird diese Altersrente um 14% bereinigt, das heißt also 1.300 Euro mal 14% ergibt einen Betrag von 182 Euro. Diese 182 Euro werden natürlich jetzt von dem Bruttobetrag abgezogen. 1.300 Euro minus 182 Euro ist gleich 1.118 Euro. Das ist der anzurechnende Betrag an die Witwenrente, bereinigt um 14%. Als zweiter Schritt müssen wir den Freibetrag für die Witwenrente berechnen. Und zwar Freibetrag WR berechnen. Da kommt es jetzt wirklich darauf an, ob die Witwe in Ost oder in West lebt. In unserem Beispiel machen wir es uns einfach, sie lebt in den alten Bundesländern. Also berechnen wir den Freibetrag und zwar wie folgt. Der Freibetrag berechnet sich aus dem 26,4-fachen des aktuellen Rentenwertes. Der aktuelle Rentenwert beträgt heute am 8. Mai 2020 33,05 Euro für einen Entgeltpunkt. Macht in der Summe 872,50 Euro aus. Das ist der Freibetrag für die Witwenrente, die selber keine Kinder hat. Also hier kommt nicht noch zusätzlich irgendwie ein Freibetrag für die Kinder noch mit drauf. Jetzt haben wir den Freibetrag berechnet. Als dritten Schritt prüfen wir jetzt 40% Abzug von der Witwenrente. 40%
Abzug von der Witwenrente. Und zwar kommen wir nur dann zu dem 40% Abzug, wenn das bereinigte Einkommen unserer Witwe diese 1.118 Euro größer sind als die 872,50 Euro. Ja, also 1.118 Euro müssen größer sein als 872,50 Euro. Was würden Sie sagen? Ist das größer? Ich gehe mal davon aus, jawohl. Mach mal Häkchen dran. Dann, wenn wir das festgestellt haben, also Sie werden es nicht glauben, ich will Sie nicht veralbern, so geht die deutsche Rentenversicherung vor. Wenn wir das festgestellt haben, ziehen wir von den 1.180 Euro die 872,50 Euro ab. 1.118 Euro minus 872,50 Euro ist gleich 245,50 Euro. Jetzt bitte keine Angst haben, nicht die 245,50 Euro werden jetzt von der Witwenrente runtergezogen, sondern nur 40% davon. Das heißt also, von diesen 245 Euro errechnen wir 40%. Und das ist gleich 98,20 Euro. Warum habe ich jetzt hier einen Doppelstrich gemacht? Weil diese 98,20 Euro in einem letzten Berechnungsschritt, das sind nämlich genau diese 40% von der Witwenrente, die wir ja festgestellt haben, brutto abgezogen werden. Das heißt also, das hier, die 1.080 Euro, sind die 60% Witwenrente von den 1.800 Euro Altersrente des Verstorbenen. Von dieser Rente ziehen wir die 98 Euro ab. Das heißt also, 1.080 Euro minus 98,20 Euro ist gleich 981,80 Euro. Und das ist die monatliche Witwenrente, die unsere überlebende Ehegattin oder Witwe nach Abzug der Einkommensanrechnung monatlich brutto ausgezahlt bekommt. Natürlich gehen jetzt hier noch Krankenversicherungsbeiträge 11% und Pflegeversicherungsbeiträge ab, aber das wollen wir jetzt mal so stehen lassen. Und genauso wie ich Ihnen das jetzt hier gezeigt habe, läuft in der Realität eine Einkommensanrechnung an der Witwenrente ab. Faustregel für Sie. Als allererstes anrechenbare Einkommen erfassen. Warum anrechenbare Einkommen? Weil nicht jedes Einkommen an die Witwenrente angerechnet werden kann. Da gibt es auch Sonderregelungen. Dazu würde ich dann auch noch mal ein spezielles Video drehen. Zweitens, wenn das Einkommen angerechnet werden kann, werden Abzüge vorgenommen. Da kommt es darauf an, ob das ein Renteneinkommen ist oder ein Arbeitseinkommen ist. Bei einem normalen Arbeitseinkommen, also wenn Sie Arbeitnehmer sind, werden nicht 14% abgezogen, sondern 40%. Dann wird der Freibetrag berechnet. Da muss man gucken, Ost oder West. Vielleicht kommt ja zu dem eigenen Freibetrag noch ein Kinderfreibetrag dazu. Wenn man Kinder unter 18 Jahren noch im eigenen Haushalt versorgt, kommt noch ein extra Freibetrag dazu. Und dann wird das bereinigte Einkommen verglichen mit dem Freibetrag. Ist es geringer? Keine Anrechnung. Liegt es über dem Freibetrag? Wird der darüber liegende Betrag, das waren hier diese 245,50 Euro, um 40% bereinigt, angerechnet auf die Witwenrente. Nochmals aufgepasst für Sie, bei einer Waisenrente gibt es grundsätzlich keine Einkommensanrechnung mehr. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.